brauche nämlich unbedingt diese Baukosten. Eieieiei, das wird uns. Shit, 16! Ja, 16 MW ist jetzt nicht gerade viel, du. Ja. Null. Ah, nee, das ist nicht so gut. Wie sieht's hier aus? Auch nur 16. Wie sieht's hier aus? Null. Naja, ist auch nur geschätzt, gell? 48. 32. Ja, 48. Wie viel kostet? Ja, es ist aber viel zu teuer, ne? Da müssen wir wohl ein bisschen gucken. Jetzt haben wir Geld. Kohlekraftwerk haben wir hier. Ölkraftwerk. Ausgangsleistung ist doppelt so hart. Aber nachhaltige Energie ist halt besser, gell? Deswegen bauen wir auch eine hin. Ob wir wollen oder nicht, also... Nachhaltige Energie ist schon besser. Dann werden immer mehr Gebäude ohne Strom. Nee, wir bauen nachhaltige Energie. Gebäude muss neben der Straße platziert sein. Ah ja, wir müssen also... Ja, ich würde ja... Sowas würde ich ja jetzt schon... Aber das hängt ja auch wieder ab, gell, wo wir es platzieren können. Oder? Oh, das ist wurscht. Meine, zum Beispiel das hier können wir auch noch an bestimmten Stellen platzieren. Ja, und das hier auch so. Ja, meine, wenn das geht, dann können wir das schon machen. Kein Problem. Also, gell. Ich lasse mich da nicht reinreden. Wir bauen jetzt mal ganz sporadisch einfach eine Strecke rein. Hat schon seinen Grund, das können wir dann alles machen. Wir brauchen jetzt aber unbedingt diese Solar-Schwachsinn da. Deswegen bauen wir da auch eine hin. Ja, es ist doch neben der Straße. Was willst denn du? Da geht's nicht. Da geht's. Bitteschön. Genießt eure Energie. Ja. Wir brauchen natürlich... Komm ich da rüber? Komm ich da rüber? Bitteschön. Schau das durch. Das ist die Stromerzeugung 357. Yo. Also. Lohnt sich ja mal voll. Cool. Da kann man nichts falsch machen. Da. Also stromtechnisch können wir jetzt aber auch sowas halt auch. Jawohl. Naja, da eh immer Tag ist. Haha, das ist gut im Spiel. Also eigentlich können wir die ausschalten. Weil, also wenn wir ehrlich sind, brauche ich die nicht mehr. Kann ich ausmachen. Und zwar alle. Ja, seht ihr. Weil der hier zum Beispiel erzeugt 20. Und der da hinten. Und dann haben wir doch eine Verbrennungsanlage. Okay. Und die machen auch jemals 15. Also stromtechnisch, vor allem der macht 160. Was in Erzeugung haben wir 265, also. Und wir haben hier nochmal zwei Windräder. Wir machen auch 8 jeweils. Also da kann man. Da sparen wir uns eine Heidenstange Geld. Nachhaltige Energie. Vor allem 1 macht das 160. Das ist sehr viel. Und das Strom reicht da wohl lange noch. Ja. Da müssen nur noch 1000 Minus. Das macht ja schon mal mehr Spaß. Okay, 2000 allein dort ist eingespart. Und falls wir das brauchen, können wir es ja wieder dazuschalten. Deswegen reißt es jetzt erstmal nicht ab. Wir haben ein Problem mit den Toten. Das gefällt mir nicht. Wie gesagt, das gefällt mir wirklich nicht. Das mit den Toten, was soll ich denn da noch dagegen tun? Ich meine, sorry, sag's mir. Ich habe schon Krematorium mir hingebaut. Soll ich denn noch eins hinbauen oder was? Ich meine. Also, sorry, aber eigentlich müsste ein Krematorium ja. Es ist 2.
Aber es sterben einfach zu viele Leute, ich verstehe es nicht. Gesundheit. Wo kann ich die denn nachgucken? Hm? Friedhof Auflastung, ja super, das sagt mir jetzt viel über die Gesundheit. Also Gesundheit niedrig ist hier. Verstehe ich nicht. Effizienz. Also ich verstehe nicht, warum so viele Leute verrecken. Ich mag es einfach nicht auch einsehen. Wahrscheinlich liegt es daran. Also wir bauen mal einen Park. Vielleicht sind sie da ein bisschen zufriedener. Au, Freizeit. Niedrig. Oh, 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 da habt ihr es. Baut immer schon Freizeitparks. Parks. Kommen wir nicht irgendwie hier? Komm, wir bauen hier nochmal eine Straße hin. So. Ah, ja, ja, ich sehe hier was. Falsche. Scheiße. Ah, fuck. Falsche Straßen. Das ist nie gut. Naja, kann man nichts machen. Trotzdem müssen wir irgendwie. Ah, seht ihr, das, jetzt kann ich den nicht mehr bauen. Jetzt muss ich hier eine hinbauen. Das ist aber scheiße. Mir gefällt zu steil. Das spinnst du. Ja. Ihr wollt Parks? Ihr kriegt einen Park hier. Wo sind Parks? Hier sind Parks. Ich möchte einen relativ großen Park. Park mit Bäumen. Großer Spielplatz. Ja, der wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Da. Freizeit, Beschäftigung. Und dann kriegt ihr noch einen großen Park. Direkt an die Seite. Und jetzt seid ihr mal ein bisschen zufrieden, ja? Seht ihr? Und schon geht's hoch. Es muss aber wohl ein bisschen reichen, oder? Zwei Parks. Ne, wir müssen schon ein bisschen mehr verbauen, leider. Ja, in die Mitte so. Hier so. Geht nicht. Ey, yo, 3 ist schon hart, ne? Naja, scheiß drauf. Wir müssen halt auch mal was für die Leute tun, gell? Damit sich das ein bisschen aufbessert. Da seht ihr. Jetzt werden die auch wieder umgebaut, so sehe ich das. In luxuriösere. 20.000 Einwohner haben wir mittlerweile schon. Ey, krass. Krass, wie wir jetzt schon wieder plus sind. Ja, können wir machen. Hier, das ist. Also. Ja, vielleicht sollten wir hier noch ein paar hinbauen, ne? Ja. Das verbessert sich dann alles. Also, das Zentrum mal hier reingestellt. Jetzt stelle ich noch da einen hin. Und wenn jetzt wohl klarkommt. Ja, und da unten stelle ich in die Mitte einen rein, oder? Einfach auch ganz schön viel Platz. Warte mal. Der steht. Ja, aber eigentlich müsste das schon ausreichen. Mir fällt auf, dass die Spielplätze auch wollen, gell? Was haben wir denn noch so? Parken. Flower Pub. Ja, ich habe ein paar Teile runtergeladen. Spielplatz. Wo war der Spielplatz? Großer Spielplatz hier. Da setzen wir jetzt hier noch einen hin. Seht ihr, die wollen Spielplätze. Jetzt haben sie ja wohl genug Spielplätze, oder? Also, so gesehen. Ja. Oder sollen wir hier noch einen Spielplatz reinballern, ha? Da unten, oder? Alter, wie sie halt nur Spielplätze wollen, gell? Parks auf scheißen sie. Ja gut, dann haben sie ja große Spielplätze. Das sehr nah am Wasser gebaut ist. Safety first. Aber okay, die Leute wollen's. Die Leute sind jetzt glücklicher. Resultiert daraus. Eieiei, schau, die Wohnungen sind, die sind viel glücklicher jetzt. Na? Und Firmen sind mir wurscht. Es geht um die Wohnung. Die muss gut abgedeckt sein damit. Ja. So, jetzt müssen wir uns mal die Müllansammlung an. Ja, die geht aber eigentlich auch. Ne? Die funktioniert. Seht ihr? Alles easy. Man muss den Leuten noch ein bisschen geben, was sie wollen. Und alle sind zu glücklich. So, jetzt reißen wir noch alle kaputten Gebäude ab. Und wir haben immer noch so ein Todproblem, ey. Ja. Zum Kotzen.
Ja, wie kriege ich denn das weg? Soll ich wirklich noch ein Krematorium hinbauen? Von der Gesundheit ist ja eigentlich relativ hoch, ne? Aber die Effizienz, ja, gut. Aber sterben einfach so viele scheiß Leute. Erst geht er nicht klar. Was ist, wir bauen jetzt einen zweiten Friedhof irgendwo hin. Es ist ja wurscht, wo die hinkommen. Die Leute freuen sich ja darüber anscheinend. Ich weiß es ja auch nicht. Da. Ihr kriegt einen Friedhof dahin und die Leute freuen sich. Gut. Ihr wohnt dann halt nicht mehr ein fucking Friedhof. Wenn ihr damit glücklich seid, bitteschön. So. Der hat 13 Leichen war. Ey, ich. Dem müsste er es wohl doch sehr stark. Oder? Schau mal, die Leute freuen sich und verbessern sogar ihr blödes Zuhause, weil ein fucking Friedhof in der Nähe ist. Ich würde nicht gerne in einem Friedhof wohnen. Ja, ich möchte jetzt erstmal hier Leichenwagen. Also Leichenwagen-technisch müsste es jetzt echt klappen. Das Krematorium ist hoch, gell? Friedhof ist oben. Sollte jetzt wohl ein bisschen klappen, oder? So, wir haben 20.000 und wollen schon wieder mehr Jobs haben, die Leute. Aber wir müssen erstmal dieses Todprogramm und dieses Müllproblem in die Luft. In den Griff kriegen. Weißt du, was wir jetzt machen? Wir sehen unsere Stadt. Jetzt passt auf. Bang, bang, bang. Jetzt passt mal auf. Wir bauen jetzt richtig viele Müllsammler in eine Ecke rein. Damit das gut klarkommt. So, ich würde sagen hier, oder? Ja, aber da müssen die darüber fahren. Das finde ich nicht gut. Das müsste schon noch hier sein. Jo, wir bauen hier noch definitiv eine Straße hin. Hm. Ah ja, ich weiß schon, Strom und so. Ja, fuck, warte. Das war hier nur ein Minus, nicht so gut. So, hier bitte. Sorry, kurzer Stromausfall, geht ja mal klar. Ich baue ja schließlich was für euch. Wie ich halt jetzt schon wieder Minus bin von 6000. Krass, Alter. Ja, ja. Wir brauchen unbedingt. Was sollte ich denn jetzt da hinbauen? Müll. Genau, Müll, Müll, Müll. Müllverbrennungsanlagen. Ja, da bauen wir jetzt gleich auch mal welche hin. Beschweren sich ja sonst immer, ne? Ihr braucht Wasser, ihr das sollt ihr kriegen. Hier. Bitteschön. Strom habt ihr so oder so. Und jetzt dürfen die aber echt nicht mehr meckern. Wir haben 34 Müllwagen. So, ich möchte jetzt mal einen folgen. Folgen wir jetzt mal. Hey. Da möchte ich jetzt gespannt sein, wo der überall hinfährt. Ja, du sollst ihn schon verfolgen, du Kackbratze. So. Mhm. Erstmal fährt er rum. Okay. Was macht er sonst so? Rumfahren. Im Stau stehen. Ja, Verkehr ist schon so eine Sache. Müll. Okay, jetzt müsste der Müll deutlich zurück. Und wenn jetzt noch einmal irgendwas kommt wegen Müll, ich flipp aus. Also müllverbrennungstechnisch müsste das jetzt voll rund gehen. Ja. Und die dürfen nicht mehr rumheulen. Wirklich nicht mehr. So. Ja, also den Tod müsste ich jetzt schon im Begriff haben. Ah, ich habe jetzt um meinen Friedhof hingeballert ins Wohngebiet. Dann müsste eigentlich alles hinhauen. Ich sehe schon, die nächste Stadt müssen wir viel besser planen. Und diese Kreuzungen, die müssen wir wegbringen. Die Kreuzungen sind das Schlimmste. Kreuzungen sind sehr schlimm. Oh ja, die müssen wir wirklich wegbringen. Die bringen nur Unglück.
So, eigentlich dürfte es jetzt alles laufen, ne? Ey, dieser Verkehr. Ich weiß nicht, wie können wir das denn unter... Können wir nicht irgendwie Straßen noch upgraden? Also. Größere Straßen. Keine Verbesserung möglich. Hm. Und hier? Das ist eine Vierspurigsprache, ja? Das ist eine mit dickem Gras. Ja, okay. Und das ist mit Bäumen. Naja. Ich würde so gerne hier... Das sind sechsspurigen Straßen. Ja. Die müssten wir überall einbauen. Na, wir haben aber nur das in den großen hier. Und danach gehen wir alle auf zweispurige über, gell? Hier haben wir noch sechsspurige. Hier auch, damit die überall hinkommen, gell? Ja. Naja. Der Müll türmt sich auf. Ich krieg die Krise. Leute, ich hab hier gerade. Warum funktioniert die nicht? Warum außer Betrieb? Warum? Kein Strom oder was? Ja, warum gehst denn du nicht an? Hallo? Jetzt halt. Verstehe aber auch nicht. Ist der Strom nicht da oder was? Wasser ist doch auch da. Komisch. Einmal der Wasserpegel. So. Mann, wir wissen, wie der was platt macht. Wir haben eine hohe Arbeitslosigkeit, oder was? Ja, gut. Ja, dann bauen wir halt noch ein paar Gebiete aus. Na, Platz haben wir ja noch. Ja, wir nehmen jetzt noch zweispurige Straße. Mal, da können wir nichts dafür. So kann ich nicht mehr rüberbauen. Das heißt, wir müssen so bauen. Funktioniert sonst nicht. Oh, das wird so schlimm. Ich sehe es jetzt schon. Der Verkehr wird uns töten. Ja, ich schaue, dass ich das mit öffentlichen Verkehrsmitteln wegkriege. Weil noch haben wir ja keine, ne? Da. Eine hohe Nachfrage an Geschäften sind da hier. Geschäfte gehen hoch, gut hier. Da kriegt ihr eure Geschäfte. Jetzt müssen aber Geschäfte und so runtergehen. Ja, ich habe schon gesehen, ihr braucht Wasser. Bitteschön. So, habt ihr noch genug Energie? Ja, Wasser habt ihr auch genug. Na, anscheinend reicht es ja für sie. So. Arbeitslosigkeit müsste jetzt echt voll weg sein. Also. Und das zieht den Müll immer noch nicht in die Haut, gell? Also Müll. Sorry, aber Müll ist super grün, diese Stadt. Warum haut das nicht hin? Schon Müll. Der, okay, der Müllberg ist voll. Die kann ich ausmachen, gell? Mehrere Probleme, ja, okay. Die können wir ja ausmachen, weil. Funktionieren tut sie eh nicht. Aber eigentlich müsste das mit dem Müll hinhauen. Ich kann ja den ganzen Müll direkt verbrennen, weißt? Pass auf. Also verbrennungstechnisch sind wir so in Ordnung. Ja, dann bauen wir halt einfach mehr Verbrennungsgeschichten ein. Und verbrenne den Müll direkt, nicht lagern. Das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Deswegen bauen wir jetzt gleich noch eine hin. Dann ist das... Und gleich noch eine. Fuck off. Und dann verbrennen wir direkt den Müll einfach. Weißt du, einfach Müll verbrennen, nicht sammeln, verbrennen. Hat ja gerade keinen Strom produziert. Also ich auch nicht verstehe, dass die jetzt nicht anspringen. Das mag ich nicht. Noch sind die noch nicht an.
wo ich dabei das gar nicht nachvollziehen kann. Warum? Warum gehen die noch nicht an? Dort hinten die Müllverbrennung, die können wir eigentlich... Sorry für das Geräusch. Das ist nur für mich, damit ich Bescheid weiß, dass ich hier das nette Kabel anstecken muss. Sorry dafür, das machen wir schnell, sorry. Dann weint mein Headset nicht rum, dann checken wir mal kurz das ein. Und jetzt schauen wir mal kurz, ob dieses blöde Müllgebäude... Die sind immer noch nicht an. Warum brauchen die eigentlich so lange? Hier, Müllproduktion und Kapazität haben wir 360.000. Also eigentlich, ja, weißt, wenn wir die angehen würden, dann würde es vielleicht auch, glaube ich, funktionieren. Warum Müllfahrzeuge in Verwendung, aber sind außer Betrieb, weißt? Ich weiß es nicht. Und damit wir diese hier verfrachten können, schalten wir sie jetzt ein und machen... So. So, jetzt machen wir Entleerung. Die Gebäude müssen hier leer werden. Echt. Mach mal eins fürs andere leer. Ja, das schicken wir jetzt alles zur Müllverbrennung. Die sollen den Scheiß loswerden, hey. Das geht nicht gut. Was ist, ich mach direkt alle an. Psst, leer dich. Da, ihr dürft euch leeren. Und dann sollten die aber anspringen. Und, ah, siehst du jetzt? Ah, okay, wenn die Kapazität benötigt wird, springen sie wahrscheinlich an. Ja gut, dann wird der nämlich jetzt erstmal rauskommen, ne? Müllreserven, ne? Die dürften jetzt also alle sich füllen. Ja, und Strom produzieren die ja auch, was ziemlich nice ist. Also schau, wenn er die Springer so an. Das ist jetzt unsere Mülllagerstätte. Die Arbeitslosigkeit. Sag mal, wir kriegen immer noch Leute dazu. Krass. Na? Was ist denn deren Problem? Geringe Bodenrichtwert. Das ist, was wir machen. Ja, klar, gell, weil... Das ist natürlich nicht so gut hier. Die Industrie macht nichts. Wie können wir denn sowas ändern? Was sind das für Gebiete? Mhm. Ja, Industrie brauchen wir aber. Leider. Gottes. Wie kriege ich denn geringe Bodendichte weg? Was sind das für welche? Ich kann es nicht unterscheiden. Das sind die hellen, okay? Ja gut, dann... Machen wir die weg. Sorry, und dann machen wir einfach hier die großen Teile hin. Und dann sollte das eigentlich vom... Ne, es gehen immer mehr Gebäude aufeinander, also ziehst du da die Leute hin. Glaube ich zumindest, dass es den Effekt darauf haben wird. Deswegen, bitteschön. So. Und lernen die sich jetzt auch anständig? 95%, ja gut, 5, ja, anscheinend ja schon. Ja. Schaut's, arbeiten hier alle. Strom ist in Ordnung. Was ist auch... okay, das ist noch in Ordnung. Kann man noch ein bisschen leben. Ja gut, Straßenverkehr, ne? Wir haben halt unsere Probleme zum gerade hier. Das ist halt die erste Stadt, die muss damit klarkommen. Ausgehende Verbindungen. Hier kommen wir ein bisschen, okay. Gut, und der Transport, da müssen wir jetzt auch noch sehr viel machen. Aber ich möchte halt erstmal diese Grundsachen fertigstellen, weißt du? Mülldeponieauslastung, die geht nämlich jetzt auch zurück und wir verbrennen halt so viel. Also Müllverbrennungskapazität haben wir halt eben viel. Damit schrumpft eben dementsprechend auch unser Mülllager. Mit mehr Verbrennen schrumpft es logischerweise. Hat halt den Vorteil,
dass wir die dann wegreißen können, weil ich möchte eigentlich nur noch verbrennen. Das ist besser. Das Gebäude leert sich, das ist super. Dabei soll es auch bleiben. Da, es geht runter. Gut, viel Spaß beim Entleeren. Hier, du darfst gleich dich mit entleeren. Ich mach dich, wenn so, an und leere dich bitte, damit ich dich abbauen kann. Bei dem, ich glaube, ich kann dich gar nicht so abbauen, ne? Gebäude ist nicht leer, siehst du, kann ich nicht machen. Dementsprechend müssen wir das Zeug abbauen lassen und verfrachten wir eigentlich darüber. Verbrennen den Müll. Und die anderen Müllverbrennungsanlagen, die stellen wir dann auch später darüber. Damit das ein bisschen euch vielleicht klarer ist. Ja. Gut, hier, das kann ich mir vorstellen, dass sie das nicht so geil finden, da zu wohnen. Ja, vielleicht kann ich das mit ein paar Bäumen beheben. Ja, also ich stelle mir hier ein paar Bäume hin. Sonst sorry, dass ihr jetzt wahrscheinlich meine Hauptmaus unter anderem hört. Also ich kann nicht mehr machen als Bäume hinstellen. Ja, das wird wahrscheinlich sehr laut sein, da zu wohnen. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Das ist genau wie wenn du irgendwie beim Zug wohnst oder so. Einfach voll ballern mit Bäumen. Das sollte eigentlich die Geräuschdichte sehr stark ein, also wirklich abdämmen. Das ist wirklich so, das dämmt halt wirklich. Ich kenne das auch aus eigener Erfahrung sehr gut. Deswegen einfach hier wirklich sehr viel. Sieht wahrscheinlich auch sehr viel schöner aus. So. Ja, ja. So, jetzt kommt da noch ein bisschen davon rein. Jetzt ist es noch ein bisschen da und ein bisschen hier so hin, weil sonst sieht es ja ein bisschen doof aus. Genau, hier ist zack, 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 zack. Genau. So, und jetzt müsste eigentlich die, ja, es geht schon zurück, finde ich. Der ist halt schon stark ab, wenn man das so sieht, gell? Ja, wir müssen aber hier Bäume hinbauen. Da, okay. Da kommen halt jetzt noch ein paar Bäume hin. Das macht zwar nicht sehr viel, also weg, wahrscheinlich, denke ich mir. Aber es sieht aber auch schöner aus. So, jetzt machen wir einfach die richtige Action. Und ballern die ganzen Schwachsinn da weg. So, du auch noch hier. Ein bisschen Baum von dem. Und dann da auch noch ein bisschen was rein. Was macht's aus? Ja, es macht schon was aus. Doch, doch. Gerne die Zufriedenheit macht sowas auch gut. So, es wird geklagt über Kriminalität, höre ich. Aber eigentlich dürfte Kriminalität echt super im Griff sein, ne? Also, da das Budget sehe ich jetzt noch nicht wirklich. Hier hinten wird Strom gebraucht. Stromerzeugung 305, ja, sorry, da würde wohl noch sehr viel drin sein, ne? Es ziehen schon wieder Leute weg, ich glaub's nicht. Ich glaub, ich spinne. Was ist du? Gebäude lädt sich. Gut so. Da. Da. Das muss weg. Das. Die wollen immer mehr Industriegebiet, gell? Ja, ich würde ja gerne dich besiedelteres Industriegebiet benutzen, aber es haut da nicht so hin. Aber wir machen deswegen jetzt hier in die Nähe. Machen wir das mal. Obwohl noch nicht so stark. Hier müssen wir was löschen. Und zwar müssen wir hier dann mit Build Up eine kleine Überführung bauen. So. Ja, so. So. Damit ich nämlich die Züge durchkommen. Ja. Damit die Züge durchkommen. Das ist nämlich nicht so schlecht. So, jetzt breiten wir es nämlich ein bisschen aus.